unterstütze dich. Dankeschön. Hallo. Ja. Also ich spreche jetzt hier zum ersten Mal vor Publikum im Metalab. Nein, zum zweiten Mal. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Also bitte verzeiht es mir. Ja. Ich bin die OE1 OMA, das ist mein Rufzeichen. Ja. Ihr kriegt ja dann alle auch ein Rufzeichen. OE für Österreich, 1 für Wien, das ist, wo man den Meldezettel hat. Und OMA, also OMA, das bin halt ich, das ist eindeutig erkennbar für ganz Österreich. Wenn man übersiedelt nach OE3, nach Niederösterreich zum Beispiel, heiße ich dann OE3 OMA. Habe ich nicht vor, aber ist halt so. Das heißt, untereinander redet man manchmal so wie der HWS hat mir ein Funkgerät in die Hand gedrückt, das ist dann der Herbert HWS. Ja? Oder der MZC war mal wieder am Kahlenberg unterwegs, das heißt, der OE3-MCC, der Mike, hat am Kahlenberg mit mir über Funk das Kahlenberg-Relais benutzt, aber das ist alles so umständlich. Ja? Also ich habe den MCC am Kahlenberg getroffen, sagt man dann. Und ich will euch einfach ein bisschen nur von dem erzählen, was ich mache. Manche Leute machen komplett andere Sachen, weil das ist beim Amateurfunk halt so, aber ich erzähle euch halt mein persönliches Ding. Einmal weiter, bitte. Mag er nicht. Genau, die Vergangenheit ist leer. Nein, die Vergangenheit ist natürlich nicht leer. Aber ich war ja vor einem Jahr auch da und haben mir gedacht, ich muss einmal da in diesen Vortrag, weil da lernt man ja, was Amateurfunk ist. Und ich habe ja keine Ahnung, was dieses Funken überhaupt ist. Und das ist ja alles irgendwie vielleicht interessant, weiß man ja nicht. Und im MetaLab gibt es ja immer wieder was Interessantes. Habe ich halt gesagt, gehe ich mal dahin und schaue mir das mal an. Und ach so, und dann Kurs gibt es dann auch. Und so spannende Sachen, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das kann man auch alles machen. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal lernen. Also irgendwie ist das cool, da muss ich jetzt mal da mitmachen in dem Kurs und mal hoffen, dass ich da irgendwie weiterkomme und dann auch ein Rufzeichen habe und mal schauen. Aber ich habe auch Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann das alles nicht und das wird alles nichts. Aber ich habe die Prüfung gemacht, wie ihr seht, sonst hätte ich ja kein Rufzeichen. Und nicht so schnell. Für mich ist der Amateurfunk nicht nur eben technisch und man redet über technische Dinge, sondern für mich gibt es 4 Aspekte im Amateurfunk. Das eine ist, es ist sportlich. Wieso habe ich jetzt das zuerst geschrieben? Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall sportlich, es ist technisch, es ist gemeinschaftlich und es ist abenteuerlich. Und gemeinschaftlich ist es deswegen, weil es gibt einfach dieses Netz von den Funkamateuren, das sind eigentlich fast alle coole Leute und man ist halt vernetzt und man hört dann immer irgendwas und da hört man wieder was und plötzlich hat man einen ganz anderen Horizont, als bevor man mit diesem Hobby beginnt irgendwie. Dann geht es ums Lernen, also man lernt zum Beispiel im Kurs dann irgendwelche technischen Dinge und dann redet man irgendwo mit irgendwem wieder über die nächste Antenne und dann hört man, dass es noch so eine Antenne auch gibt und das. Und jeder kann von jedem da irgendwas lernen, das finde ich total super, weil das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, da zahlt man normalerweise irgendwelche Gebühren und dann kriegt man Zertifikate und sowas, aber hier kann man halt einfach so lernen, was einen halt interessiert. Dann ist es gemeinschaftlich, weil es Clubabende und Flohmärkte gibt. Also zu den Clubabenden kann eh jeder hingehen. Clubabende gibt es zum Beispiel bei uns hier im Metafunk im ADL 319 einmal im Monat. Da können auch die hingehen, die jetzt sagen, na, der Kurs, das ist mir alles zu viel. Und sagen, ich möchte aber mal solche Funkamateure auch kennenlernen, mal schauen, über was die so reden. Die können auch zu den Clubabenden kommen. Oder auch, also ich war jetzt zum Beispiel bei, das ist ja gar nicht ein ADL. Ich habe zum Beispiel den Mike in Neulenkbach am Clubabend getroffen, weil wir mal spontan einfach hingefahren sind, weil einer, der jetzt in Wien wohnt, früher in Neulenkbach gewohnt hat, da sind wir einfach mal hingefahren, dann haben wir da wieder lustige Leute kennengelernt oder uns ausgetauscht. Zum Beispiel dieser Erde-Mond-Erde-Mensch da mit den Antennen, das ist ein Wahnsinn, was der für Antennen hat, hat er mir das Foto gezeigt. Da sieht man halt so Dinge, das ist einfach urspannend und ja, das ist halt bei den Clubabenden immer so, irgendwas Spannendes passiert da immer. Und Flohmärkte halt auch, das ist halt so wie in den Baumarkt gehen und komisches Zeug anschauen, also das finde ich immer wieder sehr spannend. Ist auch eben beim Flohmarkt, da schaut man sich das an und dann fragt man sich, was hat das alles mit dem zu tun, was ich im Kurs irgendwann einmal gehört habe. Und nach wird es langsam. Ja? Also ich bin noch nicht so weit, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, aber es wird immer besser und es ist lustig einfach. Und dann, was ich persönlich sehr spannend finde, ist, es gibt eine mündliche Geschichtsüberlieferung. Also man redet mit irgendwem und der erzählt dann wieder Geschichten von früher und dann hört man wieder, was dort und dort passiert ist. Ja? Also es ist einfach so, durch die Menschen wird diese Information übertragen. Das finde ich ein sehr spannendes Phänomen jetzt bezüglich Medienwelt. Da könnt ihr euch weiter eure eigenen Gedanken spinnen oder mich ansprechen, wenn ihr darüber sprechen wollt, weil sonst rede ich darüber den ganzen Abend. Hallo zurück. Nein.
Es ist eine gesellschaftliche Verbindung, weil, wie wir ja gehört haben, was der König von Spanien und sonstige, also da sind irgendwelche sonstigen Leute da von verschiedenen Gesellschaftsschichten und halt Männer und Frauen und unterschiedliche Bildungshintergründe und so weiter, aber man redet über das Gleiche und es ist spannend und man duzt sich gegenseitig, also es ist total interessant eigentlich, wie egalitär das zugeht, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und abenteuerlich, wie gesagt, ist es, aber das kommt dann noch. Genau. Sportlich ist zum Beispiel, dass man SOTA machen kann. SOTA ist, dass man auf die Berge kraxelt und dann von oben funkt. Da muss man dann mindestens 4 Funkverbindungen haben. Das habe ich gemacht, da zum Beispiel, welches war das? Das war am Anhänger oben, also da kraxelt man dann rauf und dann versucht man da zu funken und man weiß nie mit wem und so. Das ist sehr, sehr spannend. Und, ach ja, das übrigens mit der Regenschirmantenne. Dieser Sonnenschirm. Die eigentlich ein Sonnenschirm ist, ein Überbleibsel des MetaLab. Im MetaLab gefunden, diese schöne Enzian-Regenschirmantenne, also die einer geworden ist. Dann ist das aber nicht nur ein körperlicher Sport, sondern auch ein geistiger Sport, wenn man zum Beispiel morst. Also ich habe jetzt mit dem Morsen begonnen vor einem Monat und bin da fleißig dabei. Das pustet euch das Hirn weg, sage ich euch. Also das ist wirklich Sport. Und dann Contest, davon habe ich noch keine Ahnung, aber es ist sehr wichtig und das werdet ihr im Kurs auch noch hören. Und da gibt es alles Mögliche und ja. Jetzt, genau. Dann technisch, also ich habe ja den Metafunk-Kurs gemacht, den Elektronikkurs beim Clifford, aber ich habe mich immer nie so richtig getraut, dann wirklich was zu löten und so. Und jetzt habe ich da in Gemeinschaft, also mit Unterstützung von vielen Leuten, habe ich halt endlich einmal was gemacht. Was man da sieht, ist eine Spannungsreduktion, die ich selber gelötet habe. Ja, das sind einfach nur 3 Dioden und ein Computernetzteil ist jetzt für den FT817, das ist so ein Transceiver, ist das jetzt benutzbar. Habe ich auch schon im Einsatz gehabt und bin total stolz darauf, weil das ein abgeschlossenes Elektronikprojekt ist, was ich einmal hatte. Das funktioniert. Das ist im Einsatz, natürlich. Ja, damit habe ich 3 Stunden CW gehört und geklopft am Montag. Kriegst du jetzt QSL-Karten? Ja, nur eine, weil die anderen, die haben wir schon gemacht, QSL-Karten. Ja, es ist halt alles auch gemeinschaftlich, was ich sehr spannend und lustig finde und warum ich mich auch dahergestellt habe, weil ich mir gedacht habe, das müsst ihr alle hören, dass das gemeinschaftlich ist auch. Und zwar, ich bin da halt nach dem Kurs, habe ich da zugehört bei dieser Nachteulenrunde, weil ich selber so ein Nachtmensch bin auch ein bisschen und bin da voll reingekippt, dass ich da auch mitgeredet habe dann. Und hänge da jetzt immer da ab, das ist am Kallenberg, deswegen diese Nachteulentasse da. Und das sind halt sehr lustige Leute. Der eine hat auch letzte Woche den Vortrag hier gehalten und also sehr spannende Gespräche. Könnt ihr eh auch zuhören, das kann man auch übers Internet einfach hören. Also hören dürft ihr eh alle schon. Nur mitreden dürft ihr noch nicht, wenn wir da Blödsinn reden, könnt ihr nicht reinbreaken oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, man hört interessante Dinge und das hat mein Leben sehr bereichert, finde ich. Dann halt gemeinschaftlich diese Regenschirmantenne, ja, also da habe ich halt drüber geredet, ich will unbedingt eine Antenne bauen und dann haben wir halt da weitergeredet und dann sind wir im MetaLab gesessen und haben gesagt, man kann doch aus einem Regenschirm eine Antenne machen, aha, eine Groundplane, aha, was ist eine Groundplane? So hat sich das alles entwickelt, es ist eigentlich ein Gemeinschaftswerk von, keine Ahnung, 20 Leuten oder so, implementiert hat sie der Martin, OE3VBU und überarbeiten werde ich sie selber. Dann halt das, da bin ich halt betreut worden bei dem Elektronikprojekt, inklusive, dass die Leute da sitzen und ich löte da herum und ist das jetzt okay, weil ich halt einfach noch nicht so selbstbewusst bin. Und das Panorama, was ihr vielleicht kennt, da haben wir einfach am 31. Dezember haben wir gesagt, wir stellen uns jetzt darauf und funken einfach auf dem Panorama und das war auch sehr lustig. Wir haben zwar eine Viertelstunde nur gehabt und sind mal rausgehauen worden, aber ist ja auch wurscht. Das war auf jeden Fall sehr nett. Ja, abenteuerlich ist eigentlich alles, weil du kommst da irgendwo, du bist da auf den Bändern. Ich bin ja jetzt auf Kurzwelle erst einmal da QFV gewesen, aber wenn du da am Kallenberg bist oder irgendwo, du weißt nie wirklich, mit wem du reden wirst und was passieren wird und was für ein Thema wieder kommen wird. Das ist sehr vielseitig, weil einfach dieses Funkamateur-Hobby einfach so vielseitig ist auch. Und ein Abenteuer war bei mir bei dem SOTA, weil da bin ich, erst habe ich zu Fuß wandern wollen, dann bin ich aber mit dem Radl losgefahren, die Yagi, die habe ich da in der Hand gehabt am Radl und so, also es ist für sich schon ein Abenteuer, da hinzukommen. Ich war noch gar nicht dort, habe mich voll nicht ausgekannt, habe im Funkgerät mir Hilfe geholt, wo ich eigentlich bin, dass ich es auf der Landkarte mal finde, habe es dann gefunden, habe aber gemerkt, die Sonne geht unter, weil das war eben Mitte November, ja. Und dann
sind die netten beiden Menschen da oben, sind dann gekommen und haben mir geholfen, dass ich überhaupt noch auf den Berg raufgekommen bin. Ihr seht, wir funken da schon im Finstern, also es ist alles hochabenteuerlich und es ist eigentlich alles abenteuerlich. Also ja, aber jeder kann sich sein Abenteuer suchen. Also die Leute, die sagen, Hilfe, ich gehe doch da nicht in die Natur, wenn es finster ist, oder Hilfe Menschen, das ist ja nichts für mich. Dann kann man auch in seinem Kammer sitzen und da spannende Elektronikabenteuer erleben. Also das ist, jeder sucht sich da, was er will, aber abenteuerlich ist es für jeden. Ja, ich habe einfach ein paar Zahlen zusammengestellt. Also ich hab jetzt da in der Zeit 4 Betriebsarten gemacht. Betriebsart ist halt sowas wie FM oder SSB oder CW, also das Morsen. Oder ich habe noch RTTY gemacht, das ist mit dem Fernschreiber. Da kann man so schreiben und dann kommt da so ein Papier raus und eigentlich geht es auch hin und her. Ich habe mit 8 Antennen gearbeitet, das hätte ich vor einem Jahr gedacht, so, du machst da mit vielen Antennen irgendwas. Ja, aber ist so, also es ist einfach Experimentieren halt. Dann habe ich irgendwie 200 Leute kennengelernt, 100 davon persönlich, das ist eine Schätzung, ich habe keine Ahnung, wie viel wirklich, habe 100 QSL-Karten circa verschickt, wahrscheinlich mehr, habe da 100 Mal bei dieser Nachtwahlrunde mitgemacht und bin jetzt nicht nur beim Metafunk, sondern auch noch im LV1 Mitglied geworden, weil ich da einfach auch zu viel herumhänge. Darfst du? Ja, also jetzt bei mir steht als nächstes an, da diese Antenne zu überarbeiten, dass sie wieder geht, weil derzeit geht sie nicht. Will auch meine eigene Antenne bauen, mag ein paar Newcomer-Events machen, also die Leute, die den Kurs absolviert haben, dass die dann halt da weiter tun können und Spaß dabei haben. So dann natürlich weiter, das ist sportlich, das ist körperlich sportlich. Dann in CW will ich auf das Plauderniveau kommen jetzt im nächsten halben Jahr, dass ich da so auf den Bändern mit O1S-Herzchen, mit Hans zum Beispiel, da einfach so plaudern kann. Genau, das war RR, Roger, Roger, sagt er, das passt ihm. Das ist mir jetzt wieder zu schnell. Aber noch bin ich nicht so, wahrscheinlich war das SRC oder sowas. Naja, egal. Okay. Und will auch meinen Sender selber löten, weil dann kann ich so ein kleineres, handliches Ding da auf die Berge mit draufnehmen. Das ist gescheiter als den FD817 oder so, weil ich habe nicht so viel Kraft. Und dann so Langzeitziele ist, ich möchte dann das CW, auch wenn so Not- und Katastrophenfälle sind, einsetzen. Also dass, wenn mich wer braucht und irgendwie gar nichts mehr geht, dass man das macht. Ich hoffe nicht, dass ein Notfall passiert, ja. Aber da will ich mich hintrainieren und halt Funkamateure weiter vernetzen, so über Newcomer-Events oder was auch immer. Ja. Ja, dann hätte ich euch gerne noch ganz viele andere Dinge erzählt, aber ganz wichtig finde ich jetzt dieses QRZ.com. Ich weiß gar nicht, ob sich das jeder anschauen kann, aber ich glaube, ein Login kann jeder machen, oder? Anschauen kann es auch jeder. Also das QRZ.com ist sowas wie das Facebook der Funkamateure. Also da kann jeder sein eigenes Profil machen. Jeder gestaltet das auch, wie er mag. Das ist sehr unterschiedlich. Die einen bringen lauter Fotos von sich, so wie ich zum Beispiel, weil ich das einfach so lustig finde. Und andere machen da halt ihr Scheck und so. Aber man lernt einfach, indem man sich die Seiten anschaut, lernt man urviel und spannende Leute. E-Mail-Adressen sind auch immer da. Und da kann man die dann anschreiben und so. Da wächst man gleich in die Community rein. Das ist sehr, sehr gut, finde ich. Also das ist sehr empfehlenswert. Und das war's, genau. Ja. Also wenn ihr noch irgendwas nicht fragen wollt, könnt ihr einfach eine Mail schreiben. Ja, und ich hoffe, viele von euch fangen dann den Kurs auch an und ziehen ihn schön durch. Und wenn ihr Angst habt, ihn durchzuziehen, dann schreibt mal auch, ja. Also ich habe auch meine Phasen gehabt. Das geht schon. Ja, danke.